So, und natürlich direkt weiter zu Vampire's Dawn. Part Nummer... Oh, da gibt's noch eine versteckte Truhe. Das müsste jetzt 29 sein. Mal gucken, ob wir die Pyramide zu Ende besiegen. Dann habe ich nämlich dementsprechend auch schon den Titel des Dingsbums. Also entweder nenne ich den Part Alte Pyramide 3 oder wenn wir sie besiegen oder wenn wir es schaffen, mal gucken, was wie der Gegner heißt. Hä? Wollte schon sagen, warum ist der denn so? Warte mal. Ich habe was vergessen. Zuflucht. Eingang. Dann Fledermausmantel. Ich bin ja Level 40. Das bedeutet, ich müsste auch neue Rüstung finden. Je stärker ich bin, desto besser, weil die doch ziemlich stark... Die machen schon Aua. Also ich würde sagen, ich bin gut Equipment für die Pyramide. Aber wenn ich eine neue Rüstung kriegen kann, dann ist das natürlich auch nochmal umso besser. Kaufen. Okay. Das bringt mir gar nichts. Will mal gucken, ob mir das was bringt. Hast du wenigstens neue Rüstung? Hallo, ich bin doch schon Level 40. Nee, okay. Aber ich könnte mir neue Blutflaschen kaufen. Kann ich mich nochmal aufrüsten? So, hey, kauf was oder verschwinde. Ja, war natürlich ein teures Unterfangen, aber auf der anderen Seite bin ich Rich Bitch. Von daher passt das schon. Ich will trotzdem nochmal in die Wüstenstadt, weil ich glaube, die hat schon die neue Rüstung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gucke einfach nach. Dafür machen wir das Let's Play ja. Dafür ist es ja keine Compilation oder so, habe ich ja schon mal gesagt. Wer Walkthroughs oder Compilations sehen will, kann dies natürlich gerne machen. Und sowas gucke ich mir ab und zu auch ganz gerne an. Aber nicht in meinem Let's Play. Ich wusst's. Ich wusst's. Deswegen kauft der König nämlich seine Rüstungen immer hier in der Stadt, weil die haben die neue Rüstung zuerst. Drei, drei und zwei. Oh, gut, dass ich so viel Kohle habe gerade. Okay, Schattenschild. Oh, 280 und 420, guck's dir an. Geil. So, von 265 auf 285. Aber der Def-Wert. 344 Verteidigung, 371, 380, das ist gut. Kann ich nämlich die alte Rüstung auch gleich verkaufen. So, Kristallschwert kann weg. Alter, ich habe 200.000 ausgegeben für die neue Rüstung. Das musst du dir mal geben. Warum habe ich denn dreimal ein Magieschild? Gut, will ich mich nicht beklagen. So. Blauer Stein. Wie gesagt, die Speichersteine könnte ich natürlich alle verkaufen. Aber das wären unehrliche 15.000 angeeignete. Hier, heiliger Sand. Das ist ganz nett. Roter Stein sind auch viel wert, aber dafür... Achso, Waffen habe ich da noch keine. Okay, gut. Ich bin gerüstet. Ich will hier natürlich noch
gucken, ob ich irgendwo... So, jetzt hole ich mir erstmal den Golem. Die Pyramide ist, wie gesagt, sehr stark, aber sie lohnt sich. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Wo komme ich denn jetzt an diesen Geheimgang ran? Oder wie? Vor allem, ich brauche erstmal was zu trinken. Wenn noch ein paar Tomaten rumstehen. Hier war ich doch. Na, so richtig scheine ich hier nicht gewesen zu sein. Okay, gut. Wird doch längere Dungeon als gedacht. Keine Angst, sind gleich alle. Die Bücher sind schon fast zu Staub verfallen. Hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Nö. Toll. Eine Sackgasse. Letztes Stück. Oh, Vampirstein. Geil. Hat sich gelohnt. So, Bäm, Lichtexplosion. Dunkle Schatten. Probieren wir es gleich mal. Yo. Hat sich gelohnt. Geil. Wunderbar. Schön. Freue ich mich. Super. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Ja, da das so schön war, gleich nochmal. Perfekt. Kann ich echt nicht meckern, was das angeht. Frisst natürlich einiges an Zeug. Schutzring ist immer ganz nett. Ein Silberbarren. Toll, den hättet ihr euch auch sparen können. Haha! Den mache ich so platt. Das sind nur zwei. Für zwei will ich diese Zauber nicht aufheben. Dafür fressen die mittlerweile echt viel. Ich meine, 70 Blut. Das ist eine Menge. Zum Glück habe ich meine Blutflasche nochmal aufgefüllt. War eine weise Entscheidung. Hallo? Okay, hier geht's rein. Nach links geht's nicht.
Auch nicht nach unten. Geht's nach rechts? Nein, okay, das bringt dann gar nichts. Kann man jetzt nicht mehr lesen. Ich glaube, das sagt er bei allen. Die Pyramide ist einfach zu alt für den Shit. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon am Aufnehmen bin. Oh, Gott sei Dank. Elaine ist nicht betroffen vom Fluch. Na, das geht. Könnte ich eigentlich mal mein Handy wieder ans Ladegerät schalten? Na, warum gibt es keinen Akku, der sich selbst auflädt? So ein unendlicher Akku, wäre schon geil. Wir sind alle zu verwittert. Jo, warte mal, von da kam ich. Okay. Volle Stinkmumie. Geht mir aus dem Weg. Och nee, es ist doch eine Last mit dem Fluch. Na gut, die Elaine kann es ja jetzt heilen, von daher hält sich das in Grenzen. Ist natürlich doof, dass der Walner jetzt keinen Damage macht und ich will jetzt die dicken Zauber nicht auspacken. Ey, 4 ganze Schaden. Yeah, super. Ich sollte mir einen Golem beschwören. Das vergesse ich die ganze Zeit. Deswegen passiert das auch. Ich könnte eigentlich mal meinen Gymnastikball wieder auspacken. So. Elaine, zeig mal, was du kannst. Oh, perfekt. Mädchen, du bist toll. Die Elaine ist klasse. War ich hier schon? Nee, ne? Ich meine nicht. Ich habe schon wieder vergessen, den Golem zu beschwören. Ich bin so vergesslich. Boah, 1100 XP ist natürlich schon eine geile Sache. Aber ich glaube nicht, dass ich 203.000, 215 brauche ich. Das bedeutet, es sind ungefähr 12.000 und ein paar gequetschte. War ich hier schon? Ah, hier ist noch ein lesbares Buch. Pharao Ustra war ein sehr mächtiger Mensch, doch hatte auch seine Grenzen. Und diese Grenzen waren unter anderem die mächtigsten Zauberer dieses Landes. In seiner unendlichen Gier nach Macht suchte Pharao Ustra nach einem Verräter unter den Zauberern und zwang ihn unter Todesqualen die mächtigsten Sprüche dem Pharao zu offenbaren. So gelangte Pharao Ustra dann an ein uraltes Zauberbuch mit dessen Macht. Der Rest des Buches ist bereits zerfallen. Interessant. Oh, hier gibt es so viele Sachen. Ich glaube, der Part, die Pyramide frisst fast 4 Parts. Das ist lange. Wenn du mal bedenkst, dass ich knapp 40 Minuten pro Part reinhaue, 40 bis 30, das sind knapp 2 Stunden. Aber die Pyramide mache ich heute noch durch. Und dann hauen wir es hoch. Ne? So. Ich habe jetzt gerade das Fenster aufgehabt, habe zwar die Heizung wieder an, aber es ist trotzdem immer noch kalt. Schmerzmittel erhalten. Wie komme ich denn hier dran? Kann ich hier irgendwie durch? Gibt es da einen geheimen Weg? Nein, gibt es nicht. Von da kam ich. Okay, muss ich da hier lang?
Ich finde die Pyramide sehr geil. Also mir gefällt der Dungeon, die Pyramide. Ich mag diese, generell diese RPG Maker Spiele mag ich sowieso sehr schön, sehr gerne. Also von daher komme ich hier irgendwie hin? Nee, komme ich nicht. Heiliger Sand. Ja, das sind alles so heilige Angriffe, aber die hat der Wallner ja auch schon. Also von daher ist halt die Frage, ob ich das machen will. Ob ich die so benutzen möchte. Lichtexplosion, Eissturm, Flammenmeer. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Aska kommt sowieso nicht zum Zaubern. Ich wollte schon sagen, wunderbar, jetzt kann es weitergehen, aber blöd gelaufen. Weil nicht, dass ich was dagegen hätte, aber man kann es auch übertreiben. Nein, Blutflasche. Komm da nicht rein. Da gibt es irgendwo einen Geheimgang, aber ich weiß nicht, wie man den kriegt. Ich probier's mal damit. Einfach mal gucken. Vielleicht. Ja, mit den Zaubern ist das echt kein Problem. Ja, dann nehme ich die einfach fertig. Das geht schon schneller. Nee, ich komm da nicht hin. Okay. Ja, mit zwei Skorpionen. Die Dingsbums sind wir eigentlich. Ja. Ist immer so eine Sache. Bei den Mumien ist es halt immer schwierig, weil die können so einen Kampf ganz schön mal in die Länge ziehen. Wenn die nämlich ein, zwei Leute verfluchen, dann macht nur noch einer Schaden. Und dann muss ich die Zauber sowieso benutzen. Von daher. Na gut, gelähmt sein ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber das bleibt wenigstens nicht auf Dauer. Gut, ich komme hier von der linken Seite nicht ran. Kann ich machen, was ich will. Gut, dann ist das so. Trotzdem sollte die Elaine ihre Boys mal heilen. Kam ich von da? Nee. Da habe ich doch schon wieder irgendwelche Dingsbums gehört, irgendwelche. Irgendwelche Fallen. Schön. Oh, jetzt wollte ich eigentlich gucken, was da drin ist. Ne, ist egal. Lichtexplosion, das da und das da. Wollen wir mal gucken. Läuft eigentlich ganz gut. Ich meine, das kommt ja auch uns zugute. Wir können hier leveln bis zum geht nicht mehr und wir können Dingsbums sammeln. Starke Seelen. Wie viele Seelen haben wir eigentlich? Normaler Seelenstein, große Seele. Starke Seele 44. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal ins Magierzimmer. Fülle meine normalen Seelensteine auf. 84, das bedeutet 15. Seelensteine umwandeln. Große Seelensteine in normale Seelensteine. 5 Stück, das bedeutet 15. Sprich, ups, ich habe 99, okay. Was willst du machen? Seelensteine herstellen. Starke Seele 1 oder 10. Komm, aufgrund von der Tatsache, dass wir jetzt schon, dass wir das nicht unnötig in die Länge ziehen wollen, obwohl ich das die ganze Zeit schon mache.
ich jetzt nach oben oder nach unten oder nach links oder nach rechts? Ach, ist mir eigentlich relativ. Nehme ich einfach mal 10 Stück, habe zwar 5 Seelen verschwendet, aber hier kriege ich so viele starke Seelen, dass es echt eine Lachnummer ist. Vielleicht kriege ich ja noch ein Level up. Lässt sich nicht öffnen. Warte mal, ich habe ein Mental von 100 Dingsbums. Magierring. Warte mal, habe ich nicht noch Magiergürtel? 30 End. Okay, wollen wir mal gucken. Ich probiere es mit 180. Wie viele starke Seelen habe ich denn? Das könnte hinkommen. Weil mit 100 verfügbare Seelen. Jo, welche Seele verschmelzen? Starke Seele, wessen Eigenschaft? Valna. Intelligenz. Das mache ich jetzt dreimal. Dann müsste der Valna auf 180 kommen. Und dann, wenn ich Glück habe, kann ich die rote Truhe öffnen. Weil in der roten Truhe sind wirklich seltene Sachen drin. Wenn ich Pech habe, kann ich die erst mit 200 öffnen. Das ist aber nicht ganz so geil. So, Ausrüstung. 180 Mentalität. Und jetzt Zuflucht. Heilbalsam. Ja, Vampirsäbel. Geil. Gegenstand. Ich glaube, Vampirsäbel ist die stärkste Waffe. Asgars stärkste Waffe. Geil. Hat sich gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt, weil jetzt braucht der Asgar kein Dingsbums mehr. Muss ich für den keine Waffen mehr kaufen. Super. Ich speichere auch gleich mal ab. Sicher ist sicher. Welch Irrsinn, der Menschheit zu glauben, sie sei das Höchste auf Erden. Tja, Asgar, so ist das nun mal. Kannst du auch nichts dran ändern. Ja, machen wir das und das und das. Ich nehme sowieso hier die Zauber, aber ist egal. Vampirsäbel ist der stärkste Säbel für Asgar. Das ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Blut eurer Gegner, Pipapo und Tausender, passt. So, was haben wir denn hier? 215 zu 212.000 XP von Valna bedeutet noch 3. Haben wir noch ein Level abgemacht, das ist verflucht. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Blutnektar. Maximale Kapazität von Blut 1 kriegt der Valna natürlich. Ja, ist doof gelaufen. Gegenstand, dann kriegt die Elaine nochmal 2 Flaschen, hat sie sich verdient. Ich will jetzt mit denen auch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich glaube, hier kommt jetzt der Endgegner. 24 Minuten, das passt eigentlich noch. Diese scheiß Gegner, die gehen mir so auf den Sack, ey. In dieser Ebene ist der also. Okay, Lichtexplosion, Eissturm, Flammenmeer. Alter, ich mache mittlerweile mit Mental so viel Damage, dass die Skorpione mit Glück von selbst sterben.
Wallner 41. Okay, Weißt du was? Ich benutze aber die Blutfiliole. Ist egal. Dann müssen wir jetzt einfach mal durch. Die Statue macht das. Die sieht so erhaben aus. So, als würde die Statue echt was zu sagen haben. Gerade weil sie so zentral steht, so mittig von der oberen Wand her. Kann aber natürlich auf der anderen Seite auch eine Designentscheidung gewesen sein. Hier irgendwo ist also der Pharao Ustra begraben. Und damit irgendein harter Gegner. Ja, die Kobras haben 200, die Skorpione 180 und die Mumien knapp 250. Irgendwas um den Dreh rum oder 220, bin ich mir nicht so sicher. Elaine hat 41 erreicht, das ist immer ganz gut. Hier nochmal 3. Ey. So, an sich, zum Farmen geht es hier super. Sag ich ganz ehrlich. Speicherstein, Gegenstand, Blutfiliole, frisst natürlich eine Menge. Ist die Frage, will ich mich nochmal, nee, ich habe eigentlich mehr als genug. So, ich nehme an, der Pharao Ustra ist da oben. Ich will erst den falschen Weg gehen, um noch alles zu holen. Kann natürlich sein, dass ich sowieso rauslaufen muss, aber ich glaube nicht. Ich meine, der Dungeon ist sehr human aufgebaut. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein Portal. Da oben geht's auch lang. Jetzt die Frage, was ist der richtige Weg? Mein Vampirsinn sagt mir, dass es in der Ebene einen starken Gegner gibt. Das war's aber auch schon. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal nach rechts. Ich habe das Gefühl, dass der Weg nach oben, weil der mit Fallen versehen ist, der richtige ist. Es wäre schön, wenn Wallner seine Lichtexplosion zuerst machen. Obwohl, bei den Skorpionen mache ich nur die Lichtexplosion. Die sollte genug Schaden machen. Damit die meisten sterben und die anderen ihr Blut nicht verschwenden. Die Bücher sind schon fast zu Staub verfallen. Okay. Das bedeutet nach oben und dann nach rechts und dann einfach mal gucken, was da abgeht. Lichtexplosion. Das bringt gar nichts und die Flammenwehr macht trotzdem mal. Also, Wallner und Elaine räumen gut auf. Die lassen den Asker ganz schnell mal dumm aus der Wäsche. Nein, nicht Flammenwehr. Natürlich ein bisschen langweilig, weil ich immer nur die gleichen Zauber benutze, aber sie sind einfach so effektiv. Kam ich von da? Das sieht so... Lichtexplosion, Angriff, Angriff. Das müsste ausreichen. Ich hoffe zumindest. Es war so knapp. Ist egal. Passt schon. Ich gucke jetzt gerade, habe jetzt gerade auf die Uhr gelinst. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ja, klingt jetzt doof. Aber so ist es. Nee, von da kam ich. Okay. Ihr überrascht den Gegner. Super. Lichtexplosion, Kältehauch und Feuerregen. Das müsste eigentlich ausreichen. Oh, die sind sehr anfällig gegen Feuer.
Jetzt müssten die eigentlich genug Damage kriegen. Der ist tot. Der ist auch tot. Und Asuka macht Damage oder kein Damage. Ja, perfekt. Ja, der Asuka macht jetzt richtig Schaden. Der hat die stärkste Waffe. Hallo. Super. Ich speichere nochmal ab. Ach komm, nehmen wir mal einen Speicherstein. Ist egal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Sind es nicht die Taten, die die Gesinnung eines Wesens bestimmen? Ja, das stimmt. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao mit V. Bis zum nächsten Part. Ciao.